Hi zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Folge Foto to go. Ich bin hier in Nürnberg und hinter mir seht ihr ein sehr berühmtes Wahrzeichen, was sehr häufig fotografiert wird, gerne zur blauen Stunde, zu der ich jetzt auch unterwegs bin. Das ist nämlich das Heiliggeistspital. Und ich habe nur ein Problem. Ich habe zwar ein Stativ dabei, aber ich habe nur drei Objektive dabei und keines will so richtig passen. Ich habe die Canon R5 mit dem 70-200 f2.8 dabei und das hat natürlich das Problem, dass ich viel zu nah dran bin. Und dann habe ich noch die Canon R6 dabei mit dem 35mm f1.8 und das führt eben dazu, dass ich viel zu nah dran bin. Dann habe ich noch die Sony A7 IV dabei. Ich hatte heute eben noch mehr zu tun, als nur dieses Format aufzunehmen. Und da habe ich leider nur eine 14mm Festbrennweite dabei. Und das wiederum führt dazu, dass das Gebäude relativ klein wird und die Oberfläche des Wassers viel zu prägnant im Bild ist. Und das gilt es jetzt eben zu kaschieren. Wir haben hier auf der Seite so schöne Holzbohlen im Wasser, die die Brücke vor Zusammenstößen mit Schiffen schützen soll. Oder Treibholz wahrscheinlich auch. Und die versuche ich jetzt so ein bisschen mit in den Vordergrund zu nehmen. Denn das, was ich jetzt zu Wege gebracht habe, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das Problem ist jetzt nämlich, wir haben schon 10 Sekunden belichtet bei einer F13. Also ich versuche natürlich mit der Blende so viel Licht wie möglich wegzuschlucken und wir sehen jetzt komplementär, jetzt drückt die blaue Stunde rein. Der Himmel ist wunderschön blau und hat eine angenehme Helligkeit. Also die Nacht ist noch nicht da sozusagen und dementsprechend ist der Himmel schön blau. Passend zum Vordergrund, das ist jetzt die wichtige halbe Stunde, die wir Fotografen ausnutzen wollen. Und ich fotografiere mit einer niedrigen ISO hier mit der Sony A7 IV, wie gesagt, mit dem 14mm G-Master, sehr weitwinklig und lange Belichtung natürlich, deshalb damit das Wasser noch so ein bisschen glatter wird. Das führt natürlich dazu, dass die Enden, die wir hier sehen, die sind da natürlich leider immer so ein bisschen verschwommen. Das ist schade, die hätte ich gern auf der anderen Seite wieder scharf. Das könnte man natürlich tricksen, aber das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte das jetzt in einem Foto aufnehmen. Weißabgleich Tageslicht, Stabilisator habe ich ausgeschalten, denn er könnte bei langen Belichtungen das Bild verwackeln und ich habe manuell fokussiert auf die Häuser. Und ja, dann nutze ich noch den zweisekündigen Selbstauslöser. Der ist momentan noch gar nicht drin, aber das ist halt erstmal soweit die Theorie. Den tun wir jetzt auch noch rein und damit haben wir alles gemacht dafür, dass wir ein verwacklungsfreies Foto machen. Ich mache jetzt mal diese Perspektive nochmal und dann gehen wir nochmal auf die Brücke da drüben, denn von dort aus könnte es sein, dass wir diese Molen trotzdem mit oder diese Rammböcke, Rammschutz Einrichtungen hier, dass wir die trotzdem noch mal ins Bild mit reinkriegen. Denn hier ist mir momentan zu viel freie Wasserfläche. Das wirkt ein bisschen langweilig. So, jetzt habe ich mich absichtlich mal so hingestellt, dass wir hier links die Kugel noch im Bild haben und rechts die führenden Linien von dem Gebäude, was ja auch schön beleuchtet ist. Und das bringt gleich so ein bisschen Lebendigkeit rein. Da, die Brücke hier ist mir aber noch so ein bisschen zu arg drauf. Das Gebäude will ich jetzt aber auch nicht noch weiter mit draufnehmen. Dementsprechend verlagere ich jetzt noch mal meinen Standort. Ja, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man einsehen muss, dass die Brennweite einfach zu weitwinklig ist. Also wir bekommen das Gebäude natürlich nicht sehr groß drauf. Trotzdem, ich habe jetzt einen Punkt gesucht, wo ich was im Vordergrund habe. Hier die Mauer noch ein Stück und dann diesen Rammschutzbügel im Wasser, damit einfach diese Wasserfläche nicht so frei wirkt. Und ich werde jetzt dann aber auch nochmal ein Bild mit dem Canon 35mm machen und der R6 und schaue einfach mal, ob ich dann hier vielleicht nochmal ein Foto zusammenbringe. Aber ich glaube, das 35er ist jetzt dann wieder zu nah dran. Also so ein 24er oder 28er wäre dann wahrscheinlich jetzt hier das Richtige. Ich vermute mal eher ein 24er. Also mit Sicherheit seid ihr so schlau, aber ihr könnt natürlich auch die zwei vorderen Beine von eurem Stativ einfahren, damit ihr weiter vorkommt, wenn ihr die Mauer nicht im Vordergrund haben wollt. Das andere Bein steht dann ganz normal hier und die anderen beiden stützen das dann nach vorne ab. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so schlau seid, aber man kann ja nie wissen. Manch einer denkt vielleicht gar nicht so weit und deswegen habe ich es halt jetzt nochmal gesagt. Okay, dann würde ich sagen, wir bearbeiten das Bild jetzt mal in Lightroom Lumina oder Lumina Neo, je nachdem, wann ich das Video hochlade. Und ja, dann sehen wir uns jetzt. Okay, dann beginnen wir. Die Auswertung hat ergeben, dass wir heute in Lightroom arbeiten, denn letztes Mal war Lumina dran und Lumina Neo gibt es ja noch nicht.
Gut, ich habe mir die Bilder mal angeschaut und das ist so meine Ausbeute. Also dieses Bild, das ist auch schon leicht bearbeitet, das finde ich ganz schön, aber wenn wir mal genau hinschauen oder ich empfehle euch auch immer, zoomt das Bild mal kleiner, dann also oder ihr geht weg vom Monitor natürlich. Aber wenn ihr das Bild kleiner zoomt, dann seht ihr einfach häufig eine gewisse Linienführung oder eine Bildsprache und das kann helfen, das Bild zu beurteilen. Und wenn wir ehrlich sind, bemerken wir bei diesem Bild sofort, dass der Blick des Betrachters nicht auf das Objekt der Begierde rechts, auf dieses schöne adrette Haus gelenkt wird, sondern dass wir im Grunde auf diese dicke, relativ unschöne Häuserzeile schauen. Also die rechten Häuser mit Sandstein finde ich ja noch ganz schön, aber hier, je weiter links wir kommen, je unattraktiver in meinen Augen werden die Häuser. So, das heißt, der Blick des Betrachters fällt sofort in die Mitte des Bildes, platsch an die Wand dahinter. Dann wandern wir vielleicht links in den Markt rein, schauen uns die Details an und ganz am Ende rutscht unser Blick vielleicht nach rechts und sieht das Haus. Von daher das Bild nicht schlecht. Ich habe es auch mal auf 16:9 geschnitten, damit wir einfach unten das Wasser so ein bisschen abschneiden und den Himmel. Aber es ist nicht mein Wunschausschnitt. Ebenso verhält es sich mit den anderen Fotos. Das hier finde ich auch nicht schön, weil links der Markt wieder ablenkt. Da unten ist auch zu viel Leere im Wasser. Auch das Bild, ja, da ist halt von dieser modernen Zeile rechts schon wieder zu viel drauf. Ist nicht schlecht, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Das finde ich auch nicht schlecht. Übrigens habe ich einen 50er auf der Canon gehabt und keinen 35er, so wie ich das in dem Video immer sage, sondern es ist ein 50er und das ist mir so ein bisschen zu nah. Ich finde das zwar ganz nett gelöst, dass ich hier mit einer offenen Blende den Vordergrund unscharf gemacht habe, denn beides scharf hätte man sowieso nicht geschafft. Also der Blick des Betrachters landet auf dem Haus. Das wäre ein schönes Bild, aber ich habe mich jetzt auch da dagegen entschieden. Sondern meine Wahl fällt auf dieses Bild und das wollen wir jetzt zusammen bearbeiten, denn ich denke, das hat am meisten Potenzial. Denn wir haben hier führende Linien. Einmal hier links die Dachkanten, die auf das Haus zeigen. Wir haben einen Vordergrund hier mit diesem Rammschutz, der uns eine künstliche Treppe haben lässt, um erst hier drauf hängen zu bleiben und dann hier hinten auf dem Haus zu landen. Und wir haben rechts auch Linien, die auch alle in das Bildzentrum deuten und den Blick des Betrachters auf das Haus lenken. Deswegen sag ich jetzt einfach mal, dieses Bild hat am meisten Potenzial für mich. Und ich beginne zuerst einmal diese Verzerrung, die das 14mm von Sony hier macht. Übrigens eine der besten Verzerrungen auf dem Markt. Also wenn ihr ein billigeres 14mm Objektiv verwendet, kann das sein, dass das noch wesentlich deutlicher verzerrt ist. Also ihr seht hier, die Häuser stürzen so ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich will in das Bild sowieso noch ein bisschen reinkroppen. Dementsprechend gehen wir ruhig erstmal aufs Transformieren-Werkzeug und machen hier einfach die Automatik rein. Und ihr seht, das Bild wird an den Ecken begradigt und die weißen Bereiche löschen wir einfach entweder manuell, wenn wir das Bild beschneiden, oder wir gehen hier, setzen das Häkchen. So, jetzt gefällt mir das aber nicht so richtig, weil er oben so ein bisschen das Haus zu stark an den Rand rutscht. Dementsprechend würde ich hergehen und würde das Bild noch weiter deutlicher beschneiden und das Bild dann so aufteilen. Das darf dann ruhig hier so ein bisschen größer ausfallen, genau. Ich würde das Bild so aufteilen, dass das Haus hier an der unteren Drittellinie beginnt und aber auch dieser Rammbügel noch schön im Bild ist. Außerdem hier, ja, das Eck, das könnte man ja dann auch noch vielleicht so schneiden, dass das Eck hier so eher an die Bildkante läuft. Also so ungefähr, sodass auch diese Spiegelungslinie hier unten rechts fast schon so aus der Ecke rauskommt. Viel weiter kommen wir da nicht rüber, seitdem ich gehe noch wesentlich näher ran. Aber so würde ich das jetzt erstmal beschneiden. Okay, dann geben wir dem Bild eine Chance. Als erstes korrigieren wir natürlich den Weißabgleich. Die blaue Stunde hat ja den Vorteil, dass wir komplementär zueinander gegenüberliegende Farbtöne haben. Also Orange und Blau ist natürlich immer in der Bildsprache sehr schön. Und der Fotograf muss wissen, dass ein warmer Farbton im Bild wesentlich dominanter ist wie ein kühler Farbton. Deswegen wollen wir dem Warmen nicht so viel Spielraum verleihen und wir ziehen erstmal das Bild Richtung Blau. Magenta lassen wir in Ruhe. Ich denke, das kommt schon so hin und das Grün wäre jetzt hier auch eher störend. Also es darf ruhig so ein bisschen Magenta drin sein. Das Histogramm sagt uns, dass das Bild deutlich zu dunkel ist. Es drängt sich alles am linken Bereich. Natürlich, das ist ein Bild bei Nacht und das darf dunkel sein, aber ich möchte es dann
doch am Ende des Tages nicht ganz so dunkel haben. Ich würde es jetzt hier erstmal großzügig aufhellen. Keine Angst, wir nähern uns gleich noch der Ideallinie und wir gehen jetzt hier mal mit den Lichtern runter. Ihr seht das, was wir da am Haus auch zurückholen. Ich mache euch das mal größer, also sowas vorher, und wir holen uns hier deutlich wieder was zurück, indem wir hier einfach mal sportlich auf. Ich würde es nicht übertreiben. Das Haus fassen wir dann eh nochmal separat an. Wir ziehen jetzt mal die Belichtung so runter, wie wir das in etwa grob sehen. Dann hellen wir die Tiefen natürlich auf. Hier auch deutlich erstmal die Tiefen aufhellen. Und da holen wir schon einiges von den Details zurück, die im Schatten abgesoffen sind. Weiß lassen wir mal in Ruhe. Also Weiß richtet sich halt am Ende auch immer hier nach den Spitzlichtern. Ihr seht das, die werden dann so rot eingefärbt. Ja? Je heller ich hier werde, je mehr haben wir hier rote Anteile. Also die klippen da weg und das wollen wir nicht. Wir haben hier schon leichte weggeklippte Lampen. Aber ich würde darauf achten, dass hier diese Laternen am Rand später hier irgendwo so weiß anfitzeln, also so ungefähr würde ich das machen. Schwarz können wir auch so weit runterziehen, bis das hier so leicht anspitzt in den Ecken des Bildes. Am Ende kann man auch nochmal den Kontrast, also ich schalte diese Begrenzer mal weg, den Kontrast kann man sich auch nochmal anschauen, dass man, der Kontrast macht ja die Mitteltöne wieder so ein bisschen zurück, aber er kräftigt auch die Farbe, also ich würde den so ganz leicht anheben. Ja, das Bild verträgt Farbe, auch Dynamik können wir mal so ein bisschen anheben. Was ich auch immer ganz schön finde bei solchen Bildern, ist der Strukturregler. Hier können wir die feinen Details vom Sandstein wieder so ein bisschen zurückholen. Und der Strukturregler lässt uns in dem Fall auch den Himmel halbwegs in Ruhe. Deswegen können wir den auch leicht anheben. So, jetzt sagt ihr natürlich zu Recht, das kann ja jeder. Dann gebt doch dem Bild einfach eine persönliche Note, indem ihr ein bisschen Color Grading macht. Ja, da könnt ihr jetzt Millionen Möglichkeiten einstellen, die dein Fotokumpel vielleicht nicht eingestellt hat. So, und da würde ich einfach sagen, die Schatten, die ziehen wir so ein bisschen ins Blau-Türkis, ja, so ganz leicht, damit wir einfach dem Bild so eine persönliche Note einhauchen, damit das nicht so ausschaut wie von jedem. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Objektivkorrekturen angewendet werden. Die sollten natürlich von Anfang an angehakt sein. Dieses teure G-Master-Objektiv macht so gut wie keine chromatischen Aberrationen, deswegen würde ich das einfach mal hier deaktiviert lassen. Das Bild schreit geradezu nach einer Vignette. Warum ist das so? Weil wir hier links das Haus sowieso nicht so schön finden, weil wir hier rechts unten sehr viel freie Wasserfläche haben, die wir auch nicht wollen. Und wir haben hier rechts oben auch das moderne Haus, deswegen schreit das Bild förmlich nach einer Vignette. Und die ziehen wir auch mal deutlich runter und somit wird der Blick des Betrachters wieder noch mehr in das Zentrum gelenkt. So, bevor wir das Bild mit Schärfen finalisieren, gehen wir noch in die Filter, denn wir wollen auch hier dem Bild unsere besondere persönliche Note verleihen. Dazu nehme ich erstmal einen radialen Filter und lege den mal auf das Haus. Denn das Haus ist immer noch etwas zu hell und wir wollen das so ein bisschen, weil es natürlich mit einem Scheinwerfer angeleuchtet ist, wir wollen es so ein bisschen einfügen in die Umgebung. Dementsprechend ziehen wir das so ein bisschen dunkler. Es darf schon der hellste Punkt sein, aber es sollte auf keinen Fall zu stark überstrahlen. Rechts die Promenade hier, da machen wir einen weiteren Filter drauf. Die ist mir so ein bisschen zu dunkel und das ist halt auch das, wo ihr eure persönliche Note so ein bisschen ausfeilen könnt, indem ihr das Bild einfach mit ein paar hellen und dunklen Tupfen eben auf euren Geschmack anpasst. Und am Ende habt ihr dann einfach ein Bild gemacht, was eben nicht jeder so machen kann. So, was ich auch immer schön finde, auf solche Elemente, die male ich jetzt mal mit dem Pinsel an hier, da dürfen wir ruhig ein bisschen Klarheit geben, weil die dürfen auch so ein bisschen empor, also hervorstechen. Auch die Mauer hier, die würde ich jetzt aber nur in dem Bereich so ein bisschen betonen. Ja, ungefähr so. Also nicht hier den Rand, wo wir eh ein bisschen weggedunkelt haben, da würde ich jetzt gar nichts machen. Auch hier den Rand lasse ich in Ruhe und dann ziehen wir vielleicht hier nochmal so ein bisschen Klarheit rein auf die Häuserzeile vor dem Haupthaus. Und das machen wir hier unten, indem wir dann hier sagen, okay, und ihr seht, das betont sich dann so schön, ja, aber nicht zu stark, nur so vielleicht 24. Und dann pinsel ich nochmal etwas rein, und zwar hier unten will ich die Mauer so ein bisschen, ich will da eine Stufe drin haben, also ich will das so ein bisschen, ja, dass das nicht alles so einförmig und glatt gebügelt wie ein HDR ist. Zieht euch irgendwo, wo ihr denkt, das macht Sinn, auch mal so ein paar schicke Verläufe rein. Ihr seht das, ne? Jetzt machen wir mal einen kurzen Shift-V. Ist immer vorher, nachher in Lightroom. Und ihr seht, ja,
Das Bild ist noch nicht fertig, wird es dann am Ende vielleicht noch einen Tick wärmer machen, aber es nähert sich auf jeden Fall schon mal ganz gut einem sehr schönen Bild an. So, am Ende gefällt mir auch hier diese Helligkeit im Wasser nicht so richtig gut und wir werden hier unten noch eine kleine Vignette reinziehen. Dazu nehme ich jetzt, weil ich die Vignette nicht übers ganze Bild will, nehme ich mal einen Pinsel mit einem relativ weichen mit einer weichen Kante und ziehe hier einfach mal so eine Linie rein und da dunkeln wir das Ganze mal so einen Tick runter, damit wir einfach so eine natürliche Vignette drin haben, die weiterhin uns hilft, den Blick des Betrachters auf das Objekt der Begierde zu lenken. Dann nehme ich nochmal einen Pinsel und pinsel hier mal so im Wasser diese hellen Flecken, die so hässlich grün sind. Die will ich so ein bisschen dunkler haben. Ja? Und da gehen wir einfach her, ziehen die Belichtung ein bisschen nach unten, vielleicht die Lichter auch. Ja, und ihr seht, das funktioniert. Gut, da, das können wir nicht alles beseitigen. Will ich auch gar nicht alles beseitigen. Das darf nicht künstlich wirken. Es soll einfach nur so ein bisschen hier die Helligkeit auf dem Wasser wieder so ein bisschen nehmen. Also das auch hier unterm Geländer, da ist so ein hässlicher Punkt. Oder hier im Geländer auch, das kann man ausmalen vielleicht noch. Ja, also irgendwie so hier noch, dass wir diese hellen grünen Bereiche aus dem Wasser einfach so ein bisschen eliminieren. Ja, am Ende der Bearbeitung, also wir könnten da jetzt noch mehr machen, aber das wollen wir jetzt nicht übertreiben, ziehen wir hier bei Schärfen mit der gedrückten Alt-Taste die Markierung hoch, damit ihr seht, wo schärfen wir denn eigentlich. Das Wasser wollen wir natürlich nicht schärfen, dementsprechend würde ich das so beim 70er-Wert einpendeln. Und ja, übrigens könnt ihr euch das Bild unten in der Videobeschreibung auch downloaden und könnt es einfach auch mal selber bearbeiten. Gerne auch mich mal markieren auf Instagram, damit ich eure Bearbeitung sehe. Und ja, ich würde es jetzt hier dann einfach mal so ein bisschen schärfen, Radius so ein bisschen hochziehen, ja, nichts übertreiben, so 1,5 vielleicht hier 80. Luminanzrauschreduzierung ziehe ich nicht hoch, weil wir waren bei einer ISO 100. Klar, wir haben 15 Sekunden belichtet, das fördert natürlich das Rauschen. Ihr seht das hier auch bei den Enten oder Tauben oder was das waren. Nee, Tauben schwimmen nicht, das sind so kleine Enten gewesen oder Möwen. Die sind hier verwaschen, weil wir lang belichtet haben. Das hat aber dazu geführt, dass auch das Wasser so eine schöne Mattheit auch bekommt und ja, das finde ich eigentlich ganz schön. So, und am Ende, jetzt schauen wir uns nochmal Weiß und Schwarz und den Weißabgleich an. Ja, das heißt, ihr seht, Schwarz haben wir deutlich drin, das würde ich unberührt lassen. Ich würde aber Weiß nochmal so ein bisschen ziehen, weil wir können in den Spitzlichtern ruhig Weiß sein. Das ist okay, das ist der hellste Punkt im Bild. Und zusätzlich gibt das in den hellen Bereichen noch mal ein bisschen mehr Brillanz. Also Weiß am Ende noch mal anfassen und dann diese Begrenzer schalte ich wieder weg, damit wir es sehen. Und jetzt würde ich auch noch mal gucken, was machen wir denn mit dem Weißabgleich? Ja? Wollen wir das kühler lassen oder wollen wir das ein bisschen wärmer lassen? Und ich würde sagen, irgendwo hier würde ich das Bild finalisieren. Shift V, vorher, nachher. Ich denke, wir haben da ein ganz schönes Bild draus gemacht. Ich finde, das Bild funktioniert. Wenn wir das auch mal mit einer kleinen Lupe anschauen, dann sehen wir sofort, aha, wir haben was im Vordergrund. Der Vordergrund ist nicht nur so hässlich leer. Wir haben mit einer Vignette den Blick in die Mitte gedrückt. Wir haben führende Linien, die von der Seite alle auf das Gebäude zeigen. Hier die ganzen Fenster rein zeigen. Wenn wir da Linien reinmalen würden, würde das alles auf das Haus zeigen. Auch hier rechts in den Fenstern, das zeigt auf das Haus. Und sind wir mal ehrlich, der Blick des Betrachters landet sofort dahin, wohin soll, nämlich da auf dem Heiliggeistspital in Nürnberg. Und ich denke, so sollte heute das fertige Bild aussehen. Ja, ich fand das wieder mega super, dass ihr mich begleitet habt hier bei diesem Foto to go heute. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Und es wäre natürlich super, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Das tut dem Video natürlich gut. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch mal über die Links unten bei Amazon oder Foto Franz was einkaufen. Danke, dass ihr dabei wart. Euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.